Wie versprochen gibt es jetzt von mir eben das Video zu den Digimon-Tamer-Sprechern. Aber anders als bei Frontier muss ich hier zwei Parts nehmen. Ist ja wohl logisch, warum. Bei Frontier war es ja so, dass die Kinder auch die Digimon gesprochen haben. Hier gibt es aber Tamer und Digimon. Und machen wir uns nichts vor, wenn ich jetzt alle davon, also auch nur für den Hauptcharakter nehmen würde, würde ich hier bestimmt länger als eine halbe Stunde quatschen und da hat bestimmt keiner Bock, mir zuzuhören. Also wird es eben aufgeteilt. Eins vorweg, abgesehen davon, dass es noch nicht um Renamons Sprecher geht oder Sprecherin, also japanisch Sprecherin und im Deutschen halt Sprecher, finde ich es ziemlich fragwürdig, warum wirklich sehr viele der Meinung sind, dass die Synchronisation bei Digimon Tamers gegenüber dem japanischen Original schlecht sei. Über einige Sätze sprechen wir jetzt überhaupt nicht. Wir sprechen auch nicht darüber, dass vielleicht dies und das irgendwie mal falsch übersetzt wurde, sondern wir sprechen ja nur von den Synchronsprechern. Und viele meinen, dass die bei Tamers total fail waren, dass sie schlecht waren und dass sie schlecht klangen und man eine schlechte Wahl getroffen hat. Dem kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht zustimmen, weil ich finde, dass die meisten Sprecher sehr, sehr gut gewählt wurden und meiner Meinung nach auch schon sich ziemlich an das Original gehalten haben. Aber nun gut, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir doch einfach mal mit Konrad Bösherz an. Ich denke mal, ich muss jetzt nicht viel erwähnen, abgesehen davon, dass er halt Takato gesprochen hat und sehr viele ihn wohl, denke ich, auch durch Yu-Gi-Oh! Kennen, wegen Yugimoto halt. Ich denke auch, dass ihn sehr viele auch aus Bleach kennen, wegen Ichigo, den Hauptcharakter, oder eben, gegebenenfalls vermute ich jetzt mal Ergia, ist bestimmt auch ziemlich bekannt, da hat er ja auch den Hauptcharakter gesprochen. Und eventuell auch Pokémon-Fans sollte er durch Pokémon Origins ja bekannt sein, weil er da blau gesprochen hat. Ja, was kann ich über den Herrn sagen? Also faktisch war er war definitiv, als er Takato gesprochen hat, wohl noch nicht im Stimmbruch oder vielleicht kurz dabei, davor da draußen zu sein halt. Ich fand aber, dass seine Stimme sehr gut zu so einem 10-Jährigen gepasst hat und obwohl ja im japanischen Takato von einer Frau gesprochen wird, wie ja die meisten japanischen Hauptcharaktere, und zwar von Makoto Tsumura, ja, pardon, finde ich, ist es trotzdem eigentlich in dem Punkt egal, dass es bei uns ein Mann ist, weil ich finde nach wie vor, er klang wirklich gut wie ein 10-Jähriger und hat da jetzt der japanischen in dem Punkt nicht geschadet. Ich meine, die klang auch, obwohl sie eine Frau war, auch wie ein 10-Jähriger. Definitiv klang gut, aber ich finde, dass die deutsche Stimme in dem Punkt nochmal passender war, eben weil er ja auch noch nicht so alt war. Heutzutage hört man ihn auch immer noch ziemlich raus, obwohl er deutlich tiefer klingt und so, ist klar. Mir persönlich gefällt jetzt seine Rolle bei Bleach nicht ganz so, weil ich finde, in dem Moment, wo er irgendwie zu tief oder aggressiv klingen soll, das passt zu ihm nicht so. Insgesamt bin ich eher der Meinung, dass er eher so normal reden sollte oder freundlichere Charaktere. Gut, Takato war jetzt freundlich, hat auch zu ihm gepasst und wie gesagt, ich bin mit der Stimme auf jeden Fall zufrieden. Was ich auch noch andeuten will, ist ja, es gibt sehr viele, die wieder meinen, oh ja, Konrad Bösherz, oh, der hat doch Yugi gesprochen, oh ja, Yugis Stimme, bla bla. Klar, stimmt. 5 Staffeln Yu-Gi-Oh! Waren ja eben nun mal dabei, da hat er immer mal wieder gesprochen, ab und an ja nicht, wegen Yami Yugi, auch in dem Film hat er gesprochen, kann ich verstehen, die Rolle ist definitiv größer als die des Takatos, klar. Aber der Fakt ist, dass er Takato nur mal ein Jahr vorher gesprochen hat, weil Tamers ja schließlich im März 2002 bei uns an den Start ging und erst im März 2003, also ein Jahr später, hat er Yugi gesprochen. Also, ich kann verstehen, dass man die Stimme eher mit Yugi zum Beispiel jetzt in Verbindung bringt. Faktisch ist aber, dass er nicht zuerst in Yu-Gi-Oh! Yugi gesprochen hat, sondern eben zuerst im Anime-Sinne bei Digimon Tamers eben Takato. So. Wesentlich interessanter ist jetzt nun die deutsche Sprecherin von Rika. Erstmal eins vorweg, im Japanischen wird sie von Fumiko Orikasa gesprochen. Die Stimme finde ich zwar auch ganz okay, aber teilweise denke ich mir immer, für so einen etwas härteren Charakter wie Rika ist sie mir irgendwie ein bisschen zu sanft, zu ruhig. Deswegen finde ich da die deutsche Stimme von Luise Helm deutlich besser. Warum ich die Stimme so interessant finde, ist, dass sie zum einen, laut meines Wissensstandes, eigentlich nur in Digimon Tamers Rika gesprochen hat als einzigen Anime. Ich wüsste jetzt keinen anderen Anime, in dem sie noch gesprochen hat. Und was ich noch interessant finde, ist halt, dass sie halt, sie hat halt eine Schwester, die heißt Anne Helm. Und obwohl die beiden keine Zwillinge sind, klingen die ziemlich, ziemlich identisch. Also ich hatte schon ab und an wirklich mal Probleme, wenn ich halt ihre Schwester gehört habe, herauszuhören, ob das jetzt nun Luise Helm war oder Anne Helm war. Und ich denke auch, sehr vielen wird sie bestimmt auch aus Arrangers zum Beispiel bekannt vorkommen. Also die Stimme wegen Natascha Romanoff halt. Da habe ich dann zum Beispiel auch, als ich das gesehen habe, dachte ich erst, oh, du kennst die Stimme, aber das kann die nicht sein. Also ich
hätte jetzt nicht gedacht, dass das diese Stimme ist. Nein, es war nämlich die Stimme ihrer Schwester, die ich im Kopf hatte, die ich durch irgendeine Nickelodeon-Sendung kannte. Ja, und letzten Endes stellte sich dann in den Credits heraus Luise Helm und ich dachte, oh, okay. Warum ich das also in dem Punkt kurz erwähne, ist einfach, also sie spricht bei Rika schon ziemlich kindlich, was man so, wenn man das jetzt heutzutage so hört, teilweise gar nicht erwarten könnte. Also ich kaufe ihr bei Rika wirklich ab, also ich könnte ihr abkaufen, dass sie da gerade erst so 10, 11 war, was sie definitiv nicht war. Und ich finde auch, dass es ziemlich gut gepasst hat. Und wenn man es dann heutzutage hört, wie tief diese Stimme doch klingen kann, dann finde ich einfach, dass sie wirklich auch eine sehr gute Sprecherin ist. Und ich finde, mit ihr hat man, mit Rika, auch wirklich eine sehr gute deutsche Stimme gewählt und ich bin damit eigentlich zufrieden. Wie gesagt, ich habe nichts gegen die japanische Stimme, aber für so einen harten Charakter wie Rika ist sie mir dann doch ab und an ein bisschen zu sanft, beziehungsweise auch ein bisschen zu zickig. Und das ist auch das Problem bei japanischen Stimmen, zumindest bei Frauen oder Mädchen, die klingen dann manchmal doch ein bisschen zu hoch, zumindest die meisten. Weiter geht's natürlich jetzt mit Henrys Sprecher. Und das ist Carsten Otto. Lustigerweise, sowohl im Deutschen als auch im Japanischen sind beide Sprecher schon einmal bei den vorigen Staffeln vertreten gewesen. Der deutsche Sprecher Carsten Otto hat, wie viele wahrscheinlich nicht herausgehört haben, schon vorher Cody gesprochen. Seine japanische Sprecherin Mayumi Yamaguchi hat vorher, wie vielleicht auch viele nicht wissen, Gabumon gesprochen. Finde ich eigentlich in dem Punkt sehr lustig. Ich muss jetzt sagen, bei Henry hört man in dem Punkt, wenn man das mit Gabumon weiß, schon raus, dass es eine Frau ist, auch wenn die Stimme passt. Im Deutschen dagegen muss ich sagen, ich war auch damals überrascht, als ich es herausgefunden hatte, dass das auch die Stimme von Cody ist. Wenn man es weiß, kann man es heraushören. Man hat aber doch deutlich gemerkt, dass er als Henry doch schon ein bisschen reifer geklungen hat. War eben in dem Punkt auch noch nicht gezielt so im Stimmbruch und so und finde ich auch nicht schlimm. Und ich finde auch, dass er zu Henry sehr gut gepasst hat. Ich meine, mein Gott, was soll man dazu sagen? Er hat einen ruhigen Charakter gesprochen und hat nun mal auch eine ruhige Stimme, die dementsprechend auch gut gepasst hat. Insgesamt hat er ja dann natürlich auch noch Ob in Dragon Ball Z und später auch noch in GT gesprochen. Da hat man dann gemerkt, dass er schon ein bisschen tiefer geklungen hat. Aber man merkt immer noch, dass er mit seiner Stimme eigentlich ziemlich gut zu ruhigen Charakteren passt. Wie ja auch dieser Jiro aus Blue Dragon. Ich habe Blue Dragon jetzt leider nie richtig zu Ende geguckt, aber der ist ja auch nicht so laut oder hitzköpfig, also auch eher ruhig. Schade ist, dass man sonst kaum noch irgendwie von ihm was gehört hat, deswegen kann ich nicht allzu viel von ihm sagen, außer nach wie vor, dass er doch als Henry sehr gut gepasst hat. Und auch hier bin ich eigentlich froh, dass er im Deutschen nicht von einer Frau gesprochen wurde, weil, machen wir uns nichts vor, ich kenne jetzt nicht gerade viele Frauen, die Männer sprechen oder Jungs sprechen, abgesehen jetzt vielleicht von der Stimme von Ash Ketchum aus Pokémon und damals vielleicht bei Monster Ranger Genki. Würde mir jetzt auch, bis auf noch bei Adventure, dann eben Takeru und Koshiro am Anfang, keiner wirklich einfallen. Jetzt wird es wahrscheinlich so ein bisschen kürzer, weil zu der Sprecherin von Jen, Mille Forsberg, habe ich persönlich gar keine Ahnung. Ich musste tatsächlich erstmal nachgucken, weil ich die Stimme so noch nirgendwo außer in Digimon Tamers gehört hatte und ja, offen gestanden, viel herausgefunden habe ich jetzt von ihr nicht. Also sie hat zwar schon noch irgendwo so mitgesprochen, aber der einzigste Anime, den ich jetzt noch irgendwie so halbwegs nennen könnte, wäre Magister Negima, Spring Special. Ja, wie gesagt, ich lese das gerade ab, weil ich wirklich ausnahmsweise keine Ahnung habe, was mich auch nicht verwundert, weil sie ja wirklich sonst nur in zwei Animes mitgesprochen hatte. Da hat sie eine Nodaka Miyazaki gesprochen, sagt mir persönlich gar nichts, weil ich den Anime jetzt nicht wirklich kenne. Auch in der Serie hat sie die gesprochen und irgendeine Arenaleiterin in Pokémon Origins. Oh, Wahnsinn. Ja, in dem Punkt kann ich jetzt allgemein nicht so viel zu ihr sagen, außer zu der Rolle von Jen halt. Gut, im Japanischen wird sie halt jetzt natürlich von Yoko Asada gesprochen. Ich finde die japanische Stimme okay, hab da jetzt nichts gegen, passt zu so einem ruhigen Charakter wie Jen. Die deutsche Stimme finde ich, auch wenn man sie jetzt nicht so aus anderen Serien groß kennt, finde ich, hat sie zu Jen gut gepasst. Ich finde auch, dass sie so von der Tonlage her der japanischen Stimme auch ziemlich ähnlich ist, so ruhig und freundlich. Und auch ihr würde ich abkaufen, dass sie gerade erst 10 war, als sie da vor Mikro stand und Jen gesprochen hat. Kann eigentlich nicht klagen. Genauso wenig kann ich jetzt eigentlich auch über zum Beispiel den Synchronsprecher von Katsu sagen. Im Japanischen ist es halt eine Frau, Yuko Tamaki, ich muss zugeben, hätte ich nicht gedacht. Ich habe wirklich eine lange Zeit damals gedacht, als ich Tamers auf Japanisch gesehen habe, zuerst ja durch den 6. Film, beziehungsweise den 2. Tamers Film, ist das jetzt ein Junge oder ist das eine Frau?
Letzten Endes ist es eine Frau, aber ich finde, das fällt in dem Punkt wirklich überhaupt nicht auf und ich kaufe der Dame auch ab, dass sie da einen Jungen spricht. Ja, im Deutschen ist jetzt die Sache, also es gibt welche, die meinen, dass er die Stimme von einem Nikolas Lunz hätte. Ja, auch hier musste ich nachgucken, weil mir die Stimme aus anderen Serien jetzt so überhaupt nichts sagt. Und ja, ich habe auch nachgeguckt, tatsächlich, außer in Digimon Tamers hat er auch nirgendwo gesprochen. Ich persönlich denke aber, weil es von dem ja auch nicht so viele Einträge gibt, dass es vielleicht auch ein Kevin Winkel sein könnte als Sprecher, weil zumindest, wenn ich so an Malcolm mittendrin denke, der jüngere Bruder, Dewey halt, ich finde, der klingt ziemlich identisch, also ziemlich ähnlich. Zumindest in späteren Folgen ist da der Sprecher auch ein bisschen im Stimmbruch und da meine ich immer so ein bisschen Katsu rauszuhören. Nun ja, was soll ich dazu sagen? Da ich darüber jetzt aber nur spekulieren kann, lasse ich das einfach mal und sage so, wie es ist. Ich fand trotzdem die deutsche Stimme von ihm eigentlich ziemlich gut und hat auch gepasst und lustigerweise, weil die Stimme von Kenta im Japanischen ist auch eine Frau, Toku Aoyama, genau, so hieß sie. Und ich finde, dass die im Japanischen beide sich ähnlich klingen. Und der Witz ist, dass auch dieser Nikolai 30, der ja Kenta spricht, auch der klingt dem, wie auch immer jetzt nun der Name des Synchronsprechers von Katsu sein sollte, auch ziemlich ähnlich. Zwar jetzt nicht hundertprozentig und ich sage jetzt auch nicht, dass man sie verwechseln könnte, also zumindest nicht in Tamers. Würde man sie jetzt aber beide in verschiedenen Anime-Serien hören, könnte man vielleicht im ersten Moment denken, ist das jetzt der oder der? Also ich fand schon interessant, dass sie sich doch irgendwie von der Tonlage her geähnelt haben. Gut, da schwenke ich dann auch gleich über zu Nikolai 30. Also auch bei ihm musste ich ganz ehrlich sagen, ich musste nachgucken, weil auch die Stimme habe ich sonst nirgendwo mehr gehört und ja, außer in Digimon Tamers hat er auch nicht gesprochen, ne? Ja gut, finde ich jetzt auch nicht unbedingt schade drum. Ich fand die Stimme zwar zu jemandem wie Kenta total passend, aber richtig herausgestochen ist die jetzt nicht. Hat zum Original gepasst, war in Ordnung, aber auch einfach nichts Besonderes. Kommen wir jetzt natürlich zu dem Sprecher von Rayo. Der sollte eigentlich so gut wie jeden bekannt sein, und zwar Tobias Müller. Warum er so gut wie jeden bekannt sein sollte, ist klar, wegen Detektiv Conan, weil er ihn da ja in 333 Episoden gesprochen hat, inklusive den Film. Ich denke mal, weitere Rollen muss ich jetzt nicht großartig erwähnen. Ich meine, wir wissen alle, dass er sonst auch noch in vielen anderen Serien gesprochen hat. Zum Beispiel, was mir noch so einfällt spontan, ist in Dragon Ball Z als Gotenks zum Beispiel. Naja, wobei jetzt in dem Film definitiv nicht, in dem Battle of Gods Film, da haben sie seine Stimme nicht benutzt, aber sonst damals in der Serie hat er es getan. Auch in Yu-Gi-Oh! GX hat er auch Bestien gesprochen zum Beispiel und ja, es gibt halt viele Rollen, in denen er noch gesprochen hat. Aber ich denke mal, alleine durch Conan sollte es eigentlich ziemlich klar sein. Ja nun, was ich erstmal zu seiner Stimme finde, zu Rayo, also ich muss erstmal sagen, obwohl ich Digimon Tamers schon vor Conan kannte, na klar, ist logisch, lief ja auch ein bisschen früher, muss ich sagen, verbinde ich seine Stimme auch wirklich eher mit Conan und auch da merkt man ja, dass er sowohl sehr erwachsen als auch ziemlich kindlich klingen kann. Aber nun gut, zur Rolle vom Rayo halt. Im Japanischen wird dieser ja von Junichi Kanemura gesprochen. Ich finde die Stimme nicht so gut. Ich meine, klar, Rayo ist natürlich älter als die anderen Tamer, er ist jetzt nicht 10, sondern 14, da darf er natürlich auch eine etwas tiefere Stimme haben. Ich finde sie doch aber im Japanischen ein bisschen zu tief und irgendwie so wie eine 0815-Stimme. Nicht so besonders, sie sticht nicht so heraus. Im Deutschen dagegen finde ich, auch wenn ich an Conan denken muss, dass eigentlich Tobias Müller als Rayo sehr gut gesprochen hat. Ziemlich emotional, er hat die Rolle des Rayo auch sehr gut rübergebracht und ich finde ebenfalls dafür, dass Rayo halt älter ist, hat diese etwas reifere Stimme auch auf jeden Fall dazu gepasst. Also ich kann nicht klagen, ich wüsste jetzt auch nicht, warum man diese Stimme weniger mögen sollte. Tja, bleibt ja letzten Endes nur noch eine Sprecherin übrig, und zwar die von Chuchong bzw. Susi. Die heißt im Deutschen Victoria, jetzt muss ich kurz tatsächlich nachgucken, weil ich habe mich mit dieser Synchronsprecherin auch nicht großartig beschäftigt, was daran liegt, dass sie auch nicht viel gesprochen hat. Victoria Frenz. Okay, Entschuldigung. Nun, die ist jetzt auch nicht so alt, 1992 geboren. Kann man sich auch denken, dass sie nun nicht so alt ist, weil sie ja nur mal Chuchong gesprochen hat, die ja auch erst 7 ist. Insgesamt muss ich sagen, abgesehen von Chuchong gab es nur noch eine weitere Rolle und ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, klingt sie in der anderen Rolle, die ich noch von ihr kenne, die ich auch gleich erwähnen werde, deshalb so anders und würde ich sie nicht heraushören, weil sie als Chuchong noch relativ jung war oder hat sie ihre Stimme wirklich gut verstellt? Ja, die andere Rolle, die ich meine, dürfte auch durchaus einigen bekannt sein, das ist nämlich Akiza aus Yu-Gi-Oh! 5Ds.
Ich wollte es auch nicht glauben, weil offen gestanden, ich würde das jetzt nicht raushören. Gut, man muss aber auch sagen, die Aufnahmen von Tamers begannen wahrscheinlich 2001 und 5Ds lief, glaube ich, bei uns 2009. Ist ja natürlich auch schon eine gewisse Zeit so vergangen, sodass man dann natürlich dementsprechend auch ja, älter wird und dann die Stimme auch anders klingen tut. Als Chuchong konnte ich jetzt nicht klagen. Ich muss auch sagen, ich finde, das Geweine hat sie doch relativ gut hinbekommen. Zu der japanischen Stimme, also Sprecherin Ai Nagano, kann ich jetzt auch nicht so viel sagen, weil Chuchong, naja, vielleicht verdränge ich die Stimme, war jetzt auch im Japanischen auch okay und klang auch wie ein kleines Kind, wobei sie mir hier und da auch wieder ein bisschen zu quietschig war, ne? Also ich bin mit der deutschen Stimme eigentlich zufrieden. So, letzten Endes, auch wenn ich jetzt über die letzten paar nicht so viel sagen konnte, ich finde eigentlich schon, dass alle deutschen Sprecher zu den Themern recht gut gepasst haben. Und ich finde wirklich auch, dass zumindest Konrad Bösherz ziemlich der, also wie gesagt, also eigentlich gar nicht viel schlechter ist als Makoto Tsumura. Auch Carsten Otto ist genauso gut wie die japanische Sprecherin. Luise Helm finde ich, wie gesagt, ja besser. Die von Jen, Miele Forsberg halt, finde ich genauso gut halt. Und auch wie auch immer der von Katsu nun heißen mag und Nikolai Dreißig finde ich genauso gut. Und auch hier diese Victoria finde ich ein bisschen besser vielleicht, okay. Den einzigen, den ich wirklich halt auf jeden Fall besser finde, war Tobias Müller, weil er meiner Meinung nach einfach mehr in die Rolle gepasst hat als der japanische Sprecher, weil das einfach wirklich ein bisschen zu tief für so einen 14-Jährigen klang und wirklich nicht so eine Stimme war, die man sich halt merkt, die so heraussticht. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte jetzt leider nicht ganz so viele Rollen bei dem einen oder anderen nennen und bei denen, wo ich es nennen konnte, war es wahrscheinlich sowieso schon bekannt, wie Konrad Bösherz und Tobias Müller. Freut euch aber auf den zweiten Part von Digimon Tamers mit den Digimon, unter anderem auch wegen Renamon, was ich dazu dann zu sagen habe.